Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt es wieder eine Custom Card von mir. Wir werden wie immer kurz über das Artwork sprechen und dann einmal über die Karte an sich reden, wie diese funktionieren sollte. Hier ist einmal das Artwork, zeigt einmal den dunklen Magier mit drei Gegenständen in seiner Hand. Ich habe dieses Artwork Ausrüstungswahl genannt und ich wollte im Endeffekt, dass drei verschiedene Dinge zu erkennen sind, die er quasi vorzeigt. Ihr werdet das verstehen, wenn wir jetzt einmal ganz kurz zur Karte gehen. Die Karte heißt auch Ausrüstungswahl und hat folgenden Effekt. Beide Spieler zeigen drei Karten mit unterschiedlichem Namen aus ihren Decks vor. Beide Spieler bestimmen für ihren Gegner eine Karte, die sie ihren jeweiligen Händen hinzufügen und die anderen Karten werden verdeckt verbannt. Du kannst den Effekt von Ausrüstungswahl nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, Ausrüstungswahl ist im Endeffekt eine Search für jede Karte, aber euer Gegner darf entscheiden, welche Karte ihr bekommt. Und im Gegenzug ist es so, dass euer Gegner auch die Search bekommt. Und zwar genau die gleiche Search. Das heißt, diese Karte geht im Endeffekt minus 1, aber ihr habt die Möglichkeit, auf jede Karte in eurem Deck zuzugreifen. Es müssen drei verschiedene sein, damit ihr nicht safe auf jeden Fall eine Karte bekommt. Und die anderen sind danach nicht mehr zu benutzen, weil sie vielleicht verbannt werden. Ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz cool, dass man so eine Karte macht, wo man wirklich die Möglichkeit hat, sich eine Karte hinzuzufügen und der Gegner darf halt entscheiden. Weil so Karten gibt es ja häufiger, die diesen Effekt halt haben, dass man aus drei Karten auswählen kann. Also ich dachte, wenn man so eine krasse Search macht, ist das cool, wenn der Gegner auch die Möglichkeit hat, sich Karten hinzuzufügen mit der Hand, also eine Karte. Es gibt keine großartigen Kombos mit Ausrüstungswahl, außer dass ihr wirklich an Keykarten rankommen könnt, die euch weiterhelfen können. Aber manchmal ist es so, wenn ihr die Karte aktiviert, nur euer Gegner weiß ja nicht, was ihr auf der Hand habt, könnt ihr dann quasi, egal welche Karte ihr bekommt, die euch weiterhelfen. Wenn ihr zum Beispiel drei Extender auf die Hand holen wollt, zum Beispiel Monster Reborn zum Beispiel und diese neue Monster Reborn Karte mit Link Monstern, kriegt ihr ja auf jeden Fall eine Monster Reborn Karte, die ihr vielleicht benutzen könnt. Deshalb, die Karte ist richtig gut, auch wenn sie minus 1 ist. Die Frage, die ich natürlich immer stelle, ist, wer die Karte Meta, wer die Karte eher Casual? Lasst mir unten in den Kommentaren da. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.